Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um eine Ferndiagnose bzw. die Prüfung von einem Fahrzeug. Ich mache einmal kurz das Tor zu, dann ist das etwas leiser. Der Kunde hat vor, dieses Fahrzeug zu kaufen und möchte wissen, wie ist der Zustand? Weil es gibt natürlich viele Komponenten des Motors, des Getriebes, des Fahrzeugs an sich, die sehr, sehr teuer sind, wenn es Probleme gibt. Deswegen macht das natürlich auch Sinn, das Fahrzeug vorher zu prüfen. Oder wenn ihr natürlich überlegt, ihr habt ein Fahrzeug, macht das Sinn, das Auto zu behalten oder das noch rechtzeitig zu verkaufen, ist das natürlich auch sinnvoll. Wenn ihr nicht wie dieser Kunde hierher kommen kann, bieten wir eine Ferndiagnose an. Das heißt, wir schicken euch so ein Kabel, ihr braucht einen Laptop mit Internet und Windows und wir können auf das Fahrzeug zugreifen und die einzelnen Komponenten prüfen. Was wir genau prüfen, werden wir in dem Video genau behandeln. Alles, was wir hier prüfen, bekommt ihr immer per Messenger, egal welchen Messenger ihr habt, oder per E-Mail mit einer Sprachnachricht, dass man sieht, wie ist der Zustand der einzelnen Komponente. Das heißt, man sieht immer schwarz auf weiß Soll- und Ist-Werte und auch eine Handlungsempfehlung, was man machen kann, womit man ungefähr kalkulieren kann. Interessant ist es natürlich auch bei Fahrzeugen, die auch eine Garantie haben, denn viele Komponenten werden von einer Garantie nicht übernommen, wie zum Beispiel Versottung des Motors. Ist ein Verschleißteil, kostet in der Instandsetzung um die 3.500 Euro. Ein Partikelfilter, ein Katalysator, diese ganzen Sachen sind leider auch Verschleißteile und können sehr, sehr teuer werden. Das heißt, ein neuer Partikelfilter, wissen wahrscheinlich viele von euch, kostet um die 2.500 Euro. Katalysator ähnlich und. Deswegen macht es auch Sinn, auch bei einem Fahrzeug mit Garantie, mit Gebrauchtwagengarantie, auch bei BMW-Garantie, das Auto immer vorher zu prüfen. Dann hat man natürlich auch eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer oder man weiß zum Beispiel, soll ich das Auto behalten oder wenn, was muss ich kalkulieren oder ihr habt ein Problem, dann kann man natürlich da auch aktiv werden. In diesem Fall haben wir ein Fahrzeug aus 2009. Das Fahrzeug hat knapp 200.000 Kilometer gelaufen und an sich denkt man, das ist ja nicht viel, ne? Muss es ja auch nicht sein, denn die Laufleistung ist nicht das Entscheidende, sondern wie das Fahrzeug gefahren wurde. War das Fahrzeug die meisten Kilometer auf der Autobahn, dann ist das natürlich ideal. Ist das Fahrzeug viel Stadt gefahren, dann kann es schon nach 80, 90, 100.000 Probleme geben. Deswegen werden wir das gemeinsam prüfen. In dem Fall haben wir keine Fehlermeldung im Tacho. Das heißt, das Auto zeigt uns nichts an. Aber wenn wir das Auto jetzt auslesen, haben wir schon einen Fehler und zwar Partikelfilter. Der Partikelfilter zeigt uns bereits jetzt als Fehler an. Das muss nichts bedeuten. Es kann aber zum Beispiel ein Softwarefehler sein, denn dieses Fahrzeug ist 2009 produziert und wir gucken uns einmal an, wie neu ist die Software des Ganzen. So, zack. Genau, hier schauen wir mal, wie neu oder wie alt ist der Softwarestand. Denn es ist einfach so, dass die Hersteller natürlich neue Software rausbringen, um einfach Fehler zu beheben, denn die lernen natürlich über die Jahre was dazu. Das heißt zum Beispiel bestimmte Sensoren, wenn die falsche Werte anzeigen, dann kann das eine neue Software erkennen, dass die Werte nicht plausibel sind und meldet uns das als Fehler an. Eine alte Software hat das noch nicht berücksichtigt zum Beispiel. Oder es haben sich bestimmte Stellenmotoren, bestimmte Sensoren, Eigenschaften verändern sich nach 5, 6 Jahren. Das kann ein Hersteller von vornherein nicht berücksichtigen. In dem Fall sehen wir, was wir leider sehr oft sehen, das Auto hat immer noch die Software ab Werk. Das heißt, es hatte noch nie ein Software-Update bekommen. Die allererste Software. Die kann natürlich nicht perfekt sein. Deswegen macht ihr auf eurem Handys auch sehr oft Updates und diese Updates sorgen dafür, dass man Verbesserungen hat. Genauso gibt es auch diese gleiche Option, die Möglichkeit auch bei BMW. Nur die Problematik ist einfach, dass die Hersteller kein großes Interesse haben, beziehungsweise die Niederlassung und Vertragspartner Updates durchzuführen, denn so ein Update, dafür muss das gesamte Fahrzeug geupdatet werden und das ist natürlich gefährlich. Das heißt, bei so einem Update können bestimmte Steuergeräte kaputt gehen und wer haftet dafür? Ihr. Deswegen passiert sowas wie in dem Fall, wir haben eine ziemlich alte Software und wir haben eine Fehlermeldung und Partikelfilter und davon haben wir halt einfach
keine Lampe, kein Warnsignal, nur wenn wir das Auto auslesen. Wir prüfen jetzt einmal den Partikelfilter, um zu gucken, ob er wirklich vernünftig funktioniert. Denn wir haben hier einen Sensor, der misst den Abgasgegendruck des Partikelfilters. Nur dieser Sensor kann natürlich jetzt nach 14 Jahren, kann natürlich auch sich zugesetzt haben. Deswegen müssen wir auch schauen, wie realistisch sind diese Werte der Beladung im Verhältnis zu dem Zustand des Gesamtfahrzeugs und zu dem Zustand, wann der Partikel das letzte Mal regeneriert hat. Hier sehen wir zum Beispiel die Werte im Leerlauf. Wir erhöhen jetzt die Drehzahl. Die Drehzahl des Autos erhöht sich. Das wird bei euch zu Hause genauso passieren. Das heißt, wenn wir die Diagnose machen, die Drehzahl erhöht sich und wir sehen die Werte im Leerlauf und bei 2000 Umdrehungen und schauen uns an, wie sind die Werte. Und entsprechend wissen wir, was das Fahrzeug misst. Wir sehen hier zum Beispiel, wir haben eine Beladung von knapp 50%. Aber trotzdem haben wir eine Fehlermeldung. Deswegen schauen wir uns einmal an, wann hat der Partikelfilter das letzte Mal gereinigt. Ich hatte eben schon kurz einen Blick drauf geworfen, als wir nach dem Update geguckt haben. Die letzte Regeneration war vor 360 Kilometern, also vor, ist nicht wirklich lange her. Ne? Deswegen müssen wir natürlich auch schauen, ob diese Werte realistisch sind. Weil wenn bestimmte andere Komponenten jetzt nicht richtig arbeiten, wie zum Beispiel AGR-Bypass-Ventil, was wir auch gleich prüfen werden, dann zeigt er uns auch falsche Werte mit dem Partikelfilter werden. Deswegen muss man das alles im Verhältnis setzen und sich nicht nur auf die Werte alleine verlassen, sondern die Erfahrung, die spielt eine sehr große Rolle. Und da wir diese Diagnosen täglich machen, sehen wir natürlich die einzelnen Sachen und können natürlich auch vergleichen und auch uns den Rest auch mitdenken, ne? Weil wir reden über Sachen, die einfach sehr, sehr teuer sind. Als nächstes prüfen wir einmal die Dreiklappen. Wir haben hier eine Ansaugbrücke und diese Ansaugbrücke hat drei Klappen. Die bewegen sich permanent. Hier kann man zum Beispiel die Bewegung sehen, der Dreiklappe, und man sieht, ob die Dreiklappe richtig arbeitet oder ob die klemmt. Ne? Damit ihr euch das besser vorstellen könnt und nicht nur Theorie, sondern zeige ich euch ein bisschen Praxis. Und zwar hier sieht man zum Beispiel so eine Ansaugbrücke. Und hier sieht man auch diese Bewegung der Dreiklappe. Diese Bewegung der Dreiklappe, die muss funktionieren, denn wenn sie sich nicht richtig bewegt, dann haben wir das Problem, dass der Partikelfilter zum Beispiel nicht regenerieren wird oder andere Prozesse des Motors werden nicht vernünftig funktionieren. In dem Fall haben wir Glück, bei dieser Laufleistung und bei dem Alter sind die Dreiklappen in einem vernünftigen Zustand. Bei dem Fall wurde die Ansaugbrücke schon getauscht. Deswegen ist der Zustand auch so gut. Das ist nicht normal nach 14 Jahren, dass wir einen solchen Zustand haben. Denn dem Motor werden permanent Abgase zugeführt und diese Abgase lagern sich bei den Dreiklappen, die lagern sich auch natürlich bei den Ansaugkanälen. Deswegen prüfen wir jetzt auch die Ansaugkanäle, nachdem wir festgestellt haben, die Dreiklappen sind in einem vernünftigen Zustand, die klemmen nicht. So, bei der Prüfung der Ansaugkanäle ist das so, der Motor fährt verschiedene Drehzahlen an. Ihr hört, die Drehzahl erhöht sich und wir haben von dem Tester vorgegebene Volumen, das heißt das Maximalvolumen. Und dann bekommen wir ein Ergebnis mit Volumen von drei verschiedenen Drehzahlen und die vergleichen wir dann. Das heißt, wir sehen, wie viel ist der Motor versottet. Das heißt, wenn das hier zum Beispiel 100% ist, das heißt, das ist komplett frei, dann haben wir zum Beispiel, wenn wir Drittel voll haben, dann haben wir natürlich weniger Luftvolumen, was in den Motor reinpasst. In diesem Fall sieht man zum Beispiel, wir haben gute Werte. Das heißt, wir haben zum Beispiel wir haben Werte, die sind in Ordnung. Wir werden uns jetzt einmal den Rest des Fahrzeugs anschauen. Das heißt, wir gucken uns die Injektoren an. In dem Fall haben wir einen 6-Zylinder und natürlich haben wir auch dadurch 6 Injektoren. Die Injektoren sind leider sehr kostspielig. Die Preise werden immer teurer und teurer. Und es wird auch häufiger so, dass man einfach Lieferschwierigkeiten hat zu den Injektoren. Den Zustand der Injektoren kann man selber sehr einfach beeinflussen, indem man vernünftigen Kraftstoff tankt. Aber man kann zum Beispiel sehen, wie auch in diesem Fall, hat der Vorbesitzer leider keinen guten Kraftstoff getankt. Deswegen haben wir zum Beispiel Werte bei dem 6. Injektor bei minus 1. Das ist natürlich nicht katastrophal, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, das Auto hat nur knapp 100.000 Kilometer auf dem Tacho und das Auto ist nur 8 Jahre alt. Das ist an sich nicht tragisch, denn ein Injektor ist erst dann defekt, wenn wir Werte ab 4 haben. Aber es ist einfach so,
diese Prüfungen, die wir machen, die sind natürlich nicht auf dem Mü genau. Das heißt, wenn wir Werte haben bei 1, dann ist das natürlich optimierungsnotwendig und da sollte man da auch aktiv werden. Was kann man da machen? Also natürlich, viele sagen, ich tanke ja bei dem Fahrzeug schon die guten Premium-Kraftstoffe. Ne? Das ist eine super Sache. Aber man darf nicht verwechseln, dass der gute Premium-Kraftstoff sorgt nur dafür, dass die Injektoren den Zustand beibehalten, den sie haben. Wollt ihr, dass die Injektoren sauberer werden, dann ist das so, dass man Injektorenreiniger verwenden muss. Das heißt, ich persönlich bei meinen Fahrzeugen jede dritte, vierte, fünfte Tankfüllung benutze ich immer Injektorenreiniger, unabhängig davon, wie die Injektoren sind, ne, weil ich möchte natürlich nicht irgendwann 6 oder 8 Injektoren wechseln, plus halt die Hochdruckpumpe, das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Problematisch wird das natürlich, wenn ihr ein Fahrzeug kauft, wie zum Beispiel so ein Auto, ihr bezahlt sehr viel Geld, weil so ein Fahrzeug mit 100.000 Kilometern hat natürlich einen anderen Preis wie so ein Fahrzeug mit 200.000 Kilometern. Oder ihr kauft euch zum Beispiel den Nachfolger mit 60.000 und dann stellt ihr fest, die Ansaugbrücke ist verrußt, die Ansaugkanäle sind versottet, der Partikelfilter ist zum Beispiel dicht. Diese ganzen Komponenten sind aber nicht von der Garantie übernommen. Das heißt, wenn ihr sogar eine Gebrauchtwagengarantie habt bei BMW oder bei einem Händler, dann sind diese Komponenten nicht von der Garantie übernommen. Aber zum Beispiel eine Walnussschalenreinigung inklusive Reinigung der Ansaugbrücke liegt man je nach Modell zwischen 2.500 bis 3.000 Euro. Sehr, sehr viel Geld. Vor allem, wenn man jetzt vor kurzem viel Geld für ein Auto investiert hat. Oder ihr habt einen Partikelfilter, der ist zu 80% beladen, ne, oder der ist komplett zum Beispiel voll, ne, dann wird das auch von der Garantie nicht übernommen. Ist natürlich nicht so schön. Deswegen ist das immer sinnvoll, egal was ist, das Auto lieber vorher zu prüfen, damit man weiß. So, eine sehr, sehr wichtige Komponente ist AGR-Bypass. Und zwar, viele von euch haben wahrscheinlich einen Brief bekommen vom BMW wegen einer Rückrufaktion, wegen dem AGR-Kühler. Das ist der AGR-Kühler, der kühlt die Abgase, die dem Motor wieder zugeführt werden. Dieselben Abgase, die die Ansaugbrücke versotten und sozusagen die Ansaugkanäle. Das heißt, die Abgase sind ja heiß. Das heißt, die müssen runtergekühlt werden, sonst würden sie diese ganze Ansaugbrücke zum Beispiel verbrennen. Dafür haben wir den AGR-Kühler. Der AGR-Kühler hat natürlich Kühlrippen und der AGR-Kühler wird durch sozusagen Kühlflüssigkeit durchströmt. Und warum wir hier überhaupt eine Rückrufaktion haben, ist, dass diese Kühlrippen irgendwann kaputt gehen. Das heißt, es ist ein Produktionsfehler, irgendwann passiert das. Und dann haben wir einmal sozusagen Kühlmittel, was halt brennbar ist und sehr heiße Abgase, durch den AGR-Kühler durchlaufen. Und dadurch passiert sowas, was wir hier auch haben. Die Ansaugbrücke fängt an zu brennen. Das heißt, die bekommt Löcher, die verschmort. Ne? Das heißt, wenn man das zu spät erkannt hat, tauscht BMW euch auch umsonst eine neue Ansaugbrücke. Super für euch. Wenn man das sozusagen noch rechtzeitig erkannt hat, tauschen die den AGR-Kühler. Was wir gleich prüfen, wir prüfen den AGR-Bypass, und zwar das hier. Das ist das, was wir prüfen. Solange der Motor noch nicht warm genug ist, laufen die Abgase nicht durch den AGR-Kühler, sondern über den AGR-Bypass. Wir haben hier ein Unterdruckventil, oder was das halt reguliert. Das bedeutet, haben wir 50 Grad Kühlmitteltemperatur überschritten, dann laufen die Abgase durch den AGR-Kühler. Bis dahin läuft das durch den Bypass. Dieser Mechanismus wird über ein Ventil aktiviert. Das heißt, wir haben so ein Unterdruckventil, hier haben wir Unterdruckschläuche und das steuert das Ganze. Dieses Teil ist aber unfassbar wichtig. Das heißt, aber wir haben hier sehr viele Komponenten, die halt Probleme machen können. Das heißt, eine Komponente sind die Unterdruckschläuche. Die können nach 8 Jahren zum Beispiel porös werden, undicht sein. Dann schafft dieses Ventil nicht, das Ding zu bewegen zum Beispiel. Es kann zum Beispiel passieren, dass die Membran hier drinnen einfach reißt. Es ist eine Membran, die hat immer zu arbeiten, permanent, die kann reißen. Es kann sein, dass dieses Unterdruckventil nicht richtig arbeitet. Kann auch die Ursache sein. Oder was auch sehr oft passiert, ist, dass zum Beispiel das AGR-Bypass, dass die Klappe einfach klemmt, weil die arbeitet ja immer mit Abgasen. Das heißt, irgendwann hat sie eine Versottung, ne, wie wir auch bei den 3 Klappen gesehen haben. Diese Komponenten muss man prüfen. Und das kann man auch. So, und das prüfen wir jetzt. Und zwar, wir prüfen anhand von verschiedenen Temperaturen, in welchem Zustand ist AGR-Bypass. Das heißt, wir prüfen die Temperaturen in 2 Bereichen und dadurch können wir sehen, ob das richtig funktioniert oder nicht.
Und wenn das nicht richtig funktioniert, hat das natürlich auch einen Effekt auf verschiedene andere Komponenten des Motors und uns werden die Werte halt fälschlicherweise angezeigt. Deswegen sage ich auch, man soll nicht einfach nur das alles prüfen, sondern man muss auch diese ganzen Komponenten auch mitdenken und die Erfahrung spielt dann eine sehr, sehr große Rolle, weil man hat viele Sachen verglichen, aber wenn eine Komponente zum Beispiel nicht richtig arbeitet, kann sie auch sozusagen einen negativen oder positiven Einfluss auf die anderen Prüfungen haben. Deswegen muss man das auch miteinander halt vergleichen. Wir sehen hier, in dieser Prüfung wird das AGR-Ventil wird angesteuert, in der Prüfung wird auch die Bypassklappe angesteuert und wir sehen, rot ist die Temperatur. Das heißt, wir sehen gleich als Ergebnis, haben wir hier zwei Temperaturen, die Differenz dazu und wie das normalerweise sein soll, ob das überhaupt realistisch ist oder halt nicht. Natürlich kann man jetzt auch die AGR selber prüfen, das heißt, die AGR, ob die klemmt oder nicht klemmt. Diese Prüfung dauert etwas lange, deswegen erspare ich euch das. Und wir gehen weiter zum Automatikgetriebe. Die meisten Fahrzeuge haben ein Automatikgetriebe heutzutage, manche sogar ein Verteilergetriebe. Dieses Auto zum Beispiel hat ein Verteilergetriebe. Bei dem Automatikgetriebe haben wir die coole Funktion, dass das Automatikgetriebe ständig adaptiert. Das heißt, das Automatikgetriebe misst den Druckverlust, das heißt, das Getriebe funktioniert über einen Öldruck und über diesen Öldruck werden die Kupplungslamellen zum Beispiel zusammengedrückt. Und anhand dieser Adaptionswerte können wir den Zustand von dem Automatikgetriebe sehen. Beim Verteilergetriebe ist das leider anders. Verteilergetriebe hat einfach nur einen Stellmotor. Der Stellmotor fährt seit 8 Jahren immer zur gleichen Position. Das heißt, da adaptiert überhaupt nichts. Deswegen gehen auch die Verteilergetriebe viel früher kaputt als die Automatikgetriebe, weil die Kupplungsdicke zum Beispiel oder die Kupplungsdicke des Verteilergetriebes verändert sich nach 8 Jahren, aber der Stellmotor fährt immer nur bis zur gleichen Stelle. Und deswegen ist das natürlich blöd und das Geschäft der Reparatur der Verteilergetriebe boomt natürlich. Bei dem Automatikgetriebe ist das so, anhand dieser Werte kann man natürlich sehen, wie ist der Zustand. Aber wenn die Werte vom Automatikgetriebe schlecht sind, dann kann man auch verstehen, dass natürlich der Zustand vom Verteilergetriebe nicht ideal sein wird. Das heißt, weil die arbeiten natürlich zusammen.